Akne ist eine der häufigsten Hauterkrankungen weltweit und in veganen Kreisen, ganz besonders in High-Carb-Low-Fat-Kreisen, wird immer wieder behauptet, dass man Akne durch Ernährung heilen könnte. Sprich dadurch, dass man sich einfach gesund, vollwertig pflanzlich, mit wenig Fett ernährt, verschwindet die Akne einfach. Zum Beispiel wie Nina und Randa es immer wieder behaupten. Ich bin jemand, der sehr lange versucht hat, seine Akne mit Ernährung in den Griff zu bekommen, möchte da heute einfach mal ein bisschen drauf eingehen, nämlich was die Studienlage eigentlich sagt zum Thema, kann man Akne durch Ernährung therapieren, ganz besonders durch vegane Ernährung therapieren und was sind meine persönlichen Erfahrungen damit, hat es für mich funktioniert? Spoiler Alert, nein. Zunächst einmal möchte ich eine Sache klarstellen. Es wurde mir immer wieder vorgeworfen, dass wenn ich Medikamente nehme für Akne, dass ich damit quasi den Veganismus betrüge, weil diese Medikamente ja im Tierversuch getestet worden sind. Und Akne sei ja schließlich nur ein kosmetisches Problem. Also warum sollte man deswegen überhaupt zum Arzt gehen? Akne ist eine anerkannte Erkrankung. Es ist eine der häufigst vorkommenden Hauterkrankungen weltweit, die relativ komplex ist. Akne besteht eigentlich aus zwei wichtigen Komponenten. Zunächst einmal haben wir Hautzellen, die zu viel Talg produzieren, das heißt zu viel Hautfett produzieren. Und dazu kommt, dass die Haut unter einer sogenannten Verhornungsstörung leidet. Das heißt also ganz einfach, dass die Hautzellen, die hier oben drauf liegen, quasi nicht gut genug abgestoßen werden können. Bei normalen Leuten, die keine Akne haben, fliegen die halt einfach quasi weg. Und bei Leuten mit Akne kleben die eher zusammen, was dann zusammengenommen heißt, dass die Hautzelle halt pumpt und pumpt und pumpt, zu viel Talg produziert und dann darüber halt diese Hautzellen sind, die nicht abgestoßen werden können und dadurch bildet sich dann ein Pickel und irgendwann sammelt sich dann halt so viel Talg in der Drüse, dass das ganze Haarfollikel quasi kaputt geht und dann kriegt ihr diese richtig gemeinen Pickel, die dann auch total unter der Haut sitzen und zum Teil auch extrem schmerzvoll sind. Es ist also wirklich serious shit. Wenn ihr nicht weiter guckt als diesen Moment, dann möchte ich euch auf jeden Fall schon mal ans Herzen legen, geht damit zum Dermatologen. Wenn ihr Akne habt, geht bitte zum Dermatologen, versucht das nicht alleine zu lösen, denn bei Akne müsst ihr wirklich schnell reagieren. Je länger ihr damit wartet, Akne zu lösen, also wirklich zu heilen oder wirklich kontrollierbar zu halten, desto höher ist euer Risiko, Narben zu entwickeln, die ihr dann entweder gar nicht mehr wegbekommt oder für die ihr dann Microneedling und alle anderen möglichen teuren Verfahren anwenden müsst, die das dann auch nur so halbwegs in den Griff bekommen. Es kann also wirklich dazu führen, dass ihr euer ganzes Leben lang Narben im Gesicht haben werdet, weil ihr damals zu lange gezögert habt. Also das ist schon mal das nur vorneweg. Es ist eine wirklich schreckliche Erkrankung, die sich auch total aufs Gemüt auswirkt, die sich auf das Selbstvertrauen auswirkt. Und ja, geht damit bitte zum Arzt. Aber was ist die Rolle von Ernährung in Akne? Das wird ja immer mal wieder so behauptet, dass jetzt irgendwie Schokolade oder sowas oder Fett an Akne schuld sei. Es gibt tatsächlich gerade aus den letzten Jahren einige gute Studien zu diesem Thema. Und diese wurden inzwischen in einer Meta-Analyse synthetisiert. Das heißt, da haben sich Forschende einfach quasi die gesamte Studienlage angeguckt, um dann mal festzustellen, so was sind eigentlich die Faktoren, von denen wir wissen, dass sie Akne verschlimmern. Und ich sage hier ganz bewusst verschlimmern, denn diese Studien sagen rein gar nichts darüber aus, welche Lebensmittel man jetzt vermeiden sollte, um seine Akne zu heilen. Diese Studien sagen im Grunde genommen nur, in Patienten, die bereits Akne haben, führt Lebensmittel oder Lebensmittelgruppe XYZ zu einer Steigerung oder zu einer Verringerung der Akneaktivität im Gesicht. Sprich, ganz deutlich, diese Studien sagen nicht, dass wenn ihr bestimmte Sachen vermeidet, ihr eure Akne heilen könnt. Und genau aus diesem Grund wird auch von keiner seriösen medizinischen Organisation in der gesamten Welt eine Ernährungsumstellung als Therapieform für Akne angeboten oder promoted. Wir haben diese Daten einfach nicht und wahrscheinlich funktioniert das nicht so. Aber was sind diese Lebensmittelgruppen, die Akne verschlimmern können, wenn ihr bereits Akne habt. Zunächst einmal haben wir da Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index bzw. einer hohen glykämischen Last. Das sind also Lebensmittel, die eine überproportional hohe Insulinausschüttung verursachen, zum Beispiel Sachen wie Zucker, Weißmehl, eigentlich stark verarbeitete, kohlenhydratreiche Produkte. Dadurch, dass der Insulinspiegel steigt, vermehren sich die Poren im Gesicht etwas schneller, wird mehr Talg produziert, was dann natürlich quasi richtig schlimm ist, wenn ihr Akne habt, weil noch mehr Talg, noch mehr Poren, die verstopfen können. Und dann ist es eigentlich kein Wunder, dass dann so eine Art Domino-Effekt eintritt, wodurch dann
es zu einer verstärkten Akne im Gesicht kommen kann. Milchprodukte, ganz besonders fettreiche Milchprodukte, die mehr als dreimal die Woche konsumiert werden, können sich auch negativ auf Akne auswirken. Das liegt ganz einfach an den Hormonen, die in Milch enthalten sind. Fettreiche Lebensmittel, vor allem solche mit vielen Transfettsäuren und gesättigten Fettsäuren, stehen ebenfalls im Verdacht, Akne zu verschlimmern. Wie viel Fett das jetzt genau sein muss, das weiß man nicht so genau. Schokolade, sogar dunkle Schokolade, steht auch im Verdacht, Akne zu verschlimmern. Und daneben hinaus ein hoher Eierkonsum, viel Cola und Softdrink sowie stark gesalzenes Essen könnte auch eventuell zu einer Verschlimmerung von Akne führen. Obst und Gemüse könnten dagegen dazu führen, dass die Akne etwas weniger schlimm wird und interessanterweise auch bestimmte Fischsorten. Jetzt könnte man sich ja denken, dass wenn man sich eine Ernährung zusammenstellt, die weder stark verarbeitete Lebensmittel enthält, noch viel Fett enthält, noch Milch enthält, keine Eier und naja, Fisch, das ignorieren wir jetzt einfach mal, weil wir uns vegan ernähren wollen, dass wir dann einfach unsere Akne heilen können. Richtig, weil wir vermeiden dann ja alle Sachen, von denen wir wissen, dass sie Akne auslösen können oder dass sie Akne verschlimmern können. Und wir integrieren ja alle Sachen, also ganz viel Obst und Gemüse, von denen wir wissen, dass sie unsere Akne etwas reduzieren können, wenn wir bereits Akne haben. Nun, jein. Also wir können das eigentlich aufgrund dieser Studien überhaupt nicht so aussagen, weil keine dieser Studien wirklich Ernährungsformen getestet hat. Also es gibt jetzt keine Studie, die irgendwie getestet hat, was ist der Unterschied zwischen Keto und High Fat, Low Carb, Vegan, was Akne angeht. Selbst in diesen einzelnen Studien zum Thema Fettkonsum zum Beispiel wissen wir nicht, was genau die Rolle von Ballaststoffen ist. Das hat man schlichtweg nicht untersucht. Das steht in diesen Datensätzen als Variable nicht zur Verfügung. Und dementsprechend können wir daraus eigentlich keine Schlüsse ziehen, was das jetzt für eine bestimmte Ernährungsform bedeutet. Es könnte ja prinzipiell eigentlich sein, dass wenn man sich sehr fetthaltig ernährt, aber auch relativ viele Ballaststoffe konsumiert und viel Obst und Gemüse, dass dann quasi die Ballaststoffe und das Obst und Gemüse den Effekt vom Fett irgendwie auscanceln. Das ist möglich, aber wir wissen es schlichtweg nicht. Die einzigen Beweise, die wir für solche Sachen haben, sind Anekdoten. Zum Beispiel die Videos von Nina und Randa, die auch sehr problematisch sind. Guckt euch das Video von A Natural Vegan zu dem Thema an. So viel zum Thema Studienlage. Wir wissen also, dass es einige Lebensmittel gibt, die Akne verschlimmern können, wenn man bereits Akne hat. Und dass es andere Lebensmittel gibt, die Akne weniger schlimm machen können, wenn man bereits Akne hat. Was ist meine Erfahrung? Schwierig. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich viel zu lange damit gewartet habe, wirklich mit meiner Akne zum Dermatologen zu gehen. Also ich war immer mal wieder beim Dermatologen, habe dann irgendwas verschrieben bekommen, das hat dann nicht funktioniert und dann habe ich das Zeug in die Tonne gekloppt und bin dann aber auch irgendwie nicht zum Dermatologen zurückgegangen, um mich zu beschweren, dass es nicht funktioniert. Keine Ahnung, was ich mir damals dabei gedacht habe, aber so war es halt. Dementsprechend habe ich eine sehr, sehr lange Zeit gewartet, bis ich meine Akne wirklich systematisch in Angriff genommen habe und habe über Jahre hinweg versucht, meine Akne alleine durch Ernährung zu heilen. Unter anderem auch angespornt durch Leute wie John McDougall, die dann auf ihrer Webseite proklamieren, dass wenn man sich nur fettarm genug ernährt, Akne weggeht und erst das sollte die erste Strategie sein und erst danach könnte man irgendwie zum Dermatologen gehen und sich was verschreiben lassen. Ich würde euch dazu raten, genau das Umgekehrte zu machen. Ich würde erst zum Dermatologen gehen und gucken, dass ihr mit Hilfe von Medikamenten eure Akne in den Griff bekommt. Warum? Ganz einfach, weil wir für Sachen wie Benzoylperoxid, also BPO, Tretinoin, Adapalen, sogar das immer wieder verteufelte Aknenormin oder Isotretinoin wirklich jahrzehntelange Beweise, Studien haben, die bestätigen, dass dieses Zeug effektiv ist und dass es wirklich zum Beispiel im Fall von Aknenormin Akne sogar im Prinzip heilen kann. Wir haben für keine einzige ernährungstechnische Lösung auch nur ansatzweise so viel Beweise wie für diese Medikamente. In meinem Fall war es im Prinzip so, dass ich mich sehr lange halt wirklich total strikt, no overt fats, keine Avocados, keine Nüsse und Saaten, kein gar nichts, kein Öl sowieso nicht, alles nur vollwertig, dass ich mich strikt so ernährt habe und es hatte eventuell einen minimalen Effekt auf meine Akne, aber halt auch nicht so wirklich viel. Ich hatte damals halt immer noch Pickel. Das seht ihr auch in alten Videos von mir. Und ich habe mich da wirklich sehr für geschämt, weil ich immer dachte, dass ich quasi ein schlechtes Vorbild für den Veganismus oder für diese Ernährungsform im Allgemeinen bin. Und das war auch einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, YouTube-Videos zu machen. Ganz einfach, weil ich
Akne-Ausbrüche hatte und dann dachte ich so, so scheiße, wie soll ich denn jetzt ein Video filmen? Dann kriege ich wieder diese scheiß Kommentare, da habe ich einfach keine Lust drauf. Und es war halt erst im ersten Lockdown, als ich dann wirklich gesagt habe, so ja, nee, irgendwie ist genug genug. Und dann bin ich halt zum Dermatologen gegangen in den Niederlanden. Und das Erste, was mir verschrieben worden sind, war halt, ja, Antibiotika. Diese Antibiotika, sowohl als Gel als auch als Tabletten, haben nicht wirklich so viel gebracht. Danach habe ich Tretinoin ausprobiert, was dann auch nicht so wirklich viel gebracht hat. Und dann dachte mein Dermatologe sich so, ja, nee, jetzt ist es wirklich höchste Zeit, mal Aquanormin auszuprobieren. Und das war wirklich, ich bin nicht religiös, aber ein Geschenk Gottes. Es hat sehr gut funktioniert. Sogar, dass ich dann meinen Mann, der halt auch jahrelang Akne hatte, auch dazu gedrängt habe, Aquanormin zu nehmen. Und für ihn hat es auch super funktioniert. Es sind halt 4-5 Monate, wo ihr dieses Medikament nehmt, was eure Haut dann komplett austrocknet und in der Zeit quasi die Zellen neu programmiert, wodurch dann eben diese Verhornungsstörung aufgelöst wird und auch die übermäßige Talgproduktion weggeht. Und seitdem geht es meiner Haut so, so, so viel besser, dass ich wirklich manchmal in den Spiegel schaue und mir denke so, warum habe ich mir das angetan? Warum habe ich es mir eigentlich über 10 Jahre lang angetan, meine Akne nicht wirklich in den Griff zu nehmen, sondern immer nur versucht habe, die mit, ja, muss man eigentlich sagen, pseudowissenschaftlichen Methoden zu lösen. Denn im Prinzip ist es für mich pseudowissenschaftlich, zu versuchen, mithilfe von einer veganen, vollwertigen, pflanzlichen Ernährung seine Akne zu therapieren. Wir haben nämlich schlichtweg keine Beweise dafür. Dementsprechend kann ich euch nur raten, zum Dermatologen zu gehen und zeitgleich könnt ihr natürlich diese Sachen ausprobieren. Also es ist halt überhaupt nicht gesagt, dass es nicht helfen kann, sich fettarm, vollwertig, pflanzlich mit viel Obst und Gemüse zu ernähren. Es ist nur halt keine Garantie und wir haben halt keinerlei Studien, die sagen, dass so eine Ernährungsform eine Therapie für Akne ist. Aber natürlich als Ergänzungstherapie kann man das durchaus empfehlen, finde ich. Allerdings, ne, ihr wisst halt nie, was dann bei euch genau der Trigger ist. Ist es zu viel Fett? Ist es, sind es Lebensmittel mit einem zu hohen glykämischen Index? Ist es beides? Sind es bestimmte fettige Sachen? Ihr wisst es nicht. Und die Wissenschaft kann euch das auch nicht beantworten. Dementsprechend Akne und Akne-Therapie ist relativ individuell, aber geht zum Dermatologen. Wir wissen, dass einige Sachen helfen, dass einige Medikamente wirklich helfen. Und alles, was Ernährung angeht, ist eigentlich im Prinzip nur Rumgespiele. Ich hoffe, ich habe euch eine vegane Ernährung jetzt nicht so madig gemacht, aber ich finde es wichtig, da offen und ehrlich drüber zu sprechen und Leuten halt nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen und zu sagen so, ah, das wird jetzt auf jeden Fall klappen, wenn du dich nur genug anstrengst, du musst halt dich nur perfekt genug ernähren und dann geht deine Akne weg und wenn das halt nicht passiert, ja, dann machst du halt was falsch, ne? Ich finde, das geht halt gar nicht. Das ist halt eher sektenartig, als dass es irgendwie auf irgendeiner Wissenschaft basiert oder dass es auch nur irgendwie Sinn machen würde. Dementsprechend, ich weiß, ich habe das wahrscheinlich schon 10-mal gesagt, aber geht zum Arzt, wenn ihr Akne habt. Versucht das nicht alleine zu lösen. Versucht es nicht aufgrund von irgendwelchen YouTube-Videos von Nina und Randa zu lösen, sondern ihr braucht dafür professionelle Hilfe. Wie seht ihr die ganze Sache? Habt ihr auch Akne gehabt? Was hat es für euch gelöst? Habt ihr vielleicht bestimmte Trigger-Foods, von denen ihr wisst, dass sie bei euch Akne verstärken oder nicht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch keine Videos von mir verpasst. Die kommen jetzt hoffentlich 2-mal die Woche. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video.